Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge waren wir ja massiv verwirrt. Wegen der Basiscomputer-Quest und was auf dem Weg dahin alles passiert ist. Ich habe die neue Quest für den Basiscomputer wieder angenommen. Und ratet mal, wo er uns wieder hinschickt. In das System mit dem Frachter. Da werden wir jetzt erstmal hin. Schauen. Wahrscheinlich bekommen wir jetzt wieder die Frachterbelohnung. Also verwirrend ist es immer noch. Aber die Geschichte ist cool, die uns das Terminal immer erzählt. Mal gucken, die müsste ja bald zu Ende sein. Wir haben ja viel schon geschafft. Und dann können wir mit unserem eigenen Frachter erstmal ein bisschen Richtung Galaxiemitte springen. Ja, außer natürlich irgendwie so eine Folgequest, die hierauf aufbaut dann. Dann werden wir die wohl als erstes machen. Aber das sehen wir ja gleich erst. So, langsam anfliegen. Der Frachter hier setzt sich ja immer noch seelenruhig jedes Mal zurück. Das ist wieder der B-Frachter. So, Belohnung abholen. Und weiter zu der Quest. Wenn ihr übrigens Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und liken. Also wir müssen bestimmt auch wieder im selben Gebäude, weil nur das uns scheinbar die Geschichte erzählen kann. Aber wir haben nie den richtigen Code für die ganze Geschichte. Immer nur so für zwei Sätze. Gucken, was er uns jetzt erzählt. So, wieder auf der richtigen Seite gelandet. Ich bin mal gespannt. Sie hatten meinen Freund gefangen genommen. Ich sah sie aus der Ferne, die Familie aus Glas in all ihrer Pracht, wie sie den gefallenen Wächter wog, dessen Licht in ihrer entsetzlichen Umarmung flackerte. Ich gab einen ungewollten Schrei von mir, als sie in seine Hauptpanzerung schnitten und jeder Blick, jedes boshafte Grinsen drehte sich zu mir. Ich floh, aber es hatte keinen Sinn, es waren Hunderte, sie fanden mich. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Das konnten wir nur zweimal einsammeln. Also scheint sich mit dem Fortschritt der Geschichte das System wieder zu stabilisieren. So. Wieder zu unserer Basis und dann wieder hier hin. Und wenn wir ja sowieso hier hin müssen, können wir uns ja ruhig den Frachter jedes Mal angucken. Die Missionen scheinen ja alle zusammenzuhängen mit dem Atlas. Obwohl wir die Atlas-Hauptmission noch gar nicht gemacht haben.
erfährt man trotzdem schon viel. Obwohl wir nur ein System weiter sind, dauert der Sprung jedes Mal sehr lange. Echt extrem lange. Wir sind nur ein System weiter. So. Folgequest, der Folgequest annehmen. Und wieder starten. Und wieder zurück in das System. Also wahrscheinlich. Einmal waren wir schon in einem anderen System. War auch nur einmal, also. Nee, ja, wir müssen da wieder hin. Naja, dann gibt es jetzt direkt wieder Achter, Planet und weiteren Teil der Geschichte. Mal 2, 4, 6. Haben wir einen 6er oder einen 8er? Ah. Oh, nein. Oh, nee. Ah. Okay, wir landen trotzdem. Ein B-Frachter. Guck, was haben wir nicht? Ich glaube, wir haben 1, 2, 3, 6. Ah, okay. Dann ist 6 der größte gewesen. Dann ist er genauso groß wie unserer. Nur nicht in S. Da nehmen wir einfach immer nur die Belohnung. Aber ist auch cool, wie er jedes Mal. Roboter, er zieht sich immer höflich um. Hat nicht eine Standarduniform. Ja. Wahrscheinlich kann er seinen danischen Anzug einfach programmieren, dass er sich die Farbe ändert. Vielleicht findet man sogar ein cooles Schiff, das hier mal landet. Das sind ja auch immer andere. Ah, das Schiff hier ist ja schon gut, was wir haben. Es ist nichts oben in der Mitte, das die Sicht beeinträchtigt. Sieht relativ gut aus. So, jetzt sind wir alle mal gespannt, wie es weitergeht. Ist er entkommen? Ist er mit Laylabs entkommen? Ohne ihn? Auch gefangen genommen? Wie ist er wieder entkommen? Weil irgendwie hat er ja die Geschichte erzählt. Aufgezeichnet. Alles Fragen über Fragen. Es war Laylabs. Laylabs, an dem ich zweifelt hatte. Laylabs, den ich verletzt und repariert hatte. Laylabs war meine Erlösung. Er riss uns beide aus diesem schrecklichen Ort und warbte uns zurück ins Universum, in unser Universum. Also, die Wächter können Warpsprünge von Universum zu Universum machen, obwohl die nur ein bisschen größer als ein Fußball sind. Der erste Reisende in der Geschichte, der der Glaswelt und somit dem Tod selbst entkommen konnte. Es ist die Güte, die uns alle rettet. Glaubst du nicht auch? Laylabs sprach durch meinen Exo-Anzug mit mir und erzählte mir alles. Wir werden uns bald sehen, mein Freund. Endlich vereint. Sie werden Geschichten über uns erzählen. Ich
Übermittle jetzt die Glyphen. Ich kann es kaum erwarten, dass du meine neuen Freunde kennenlernst. Okay, dann müssen wir es wohl noch einmal machen. Und bekommen vielleicht die Koordinaten dafür. Oder? Ne, warte, da stand jetzt was anderes. Titel freigeschaltet. Einen gefallenen Reisenden aufgespürt. Ne, doch, es gibt noch eine Basis-Computermission. Okay, dann ist das jetzt wohl die letzte Basis-Computermission. Wir werden vielleicht die Koordinaten erhalten. Ich springe jetzt zurück, dass dieses Teleporten, das dauert ewig. Und dann, wer weiß, was uns da erwartet, ne? Weil dieser Laylabs ist ja ein, sagen wir mal, ein guter, nicht böser Wächter, der, so wie es scheint, ja Freunde hat. Also wohl zwei Fraktionen der Wächter. Cool, wenn wir da hinkommen. Also zu der anderen Fraktion. Ob die auch auf so einer Glaswelt leben, wo die Wächter ja herkommen sollen. Oder einfach in einem anderen anderen Galaxie oder anderen Universum, wie er es ausgedrückt hat, ja. Ich werde es gleich mal gucken. Also ich hoffe, wir kriegen die Koordinaten. Ja, cool wäre es ja schon. Jetzt mal schauen. War ich ja nicht, dass irgendwas passiert. So. Yeah, nicht verfügbar. Defragmentierung wird fortgesetzt. Keine relevanten Einträge gefunden. Datenreste für Synthese verfügbar. Datenreste sammeln. Datenreste werden synthetisiert, um geborgene Daten zu erschaffen. Was zum Henker? Das war jetzt die Mission. Wir kriegen nicht die Koordinaten. Das war die letzte Mission. Okay. Dann werden wir die anklicken, weil wir jetzt ja zu unserem Frachter wollen. Um weiter Richtung Galaxiemitte zu kommen. Ja, okay. Ein bisschen schade jetzt. Ich habe gedacht, wir kriegen vielleicht die Koordinaten. So, wir geben das bei dem Pflanzenhut ab und dann springen wir mal. Okay. Da wollte eben das Spiel nicht so recht. Mag die Treppe nicht. So. Einfach mal seine komischen Dinger hier abgeben. Ja, krass cool. Nein, wir werden dem jetzt nichts anpflanzen. Hier stehen noch Pflanzen rum, nimm der eine. So. Ich hab gesehen, die Frachter hatten wir wohl losgeschickt und die sind wieder da.
Können wir die ja noch schnell annehmen. Immer wieder ein bisschen Krams. Geld, Geld. Lagerweiterung, Geld. Kram, Geld, Kram, Geld, Kram. So. Ah, das ist wieder so ein Ding, was man verhökern kann, ne? So. 1,2 Millionen kriegen wir dafür. So, was gibt es hier zu erzählen? Eck, Kohlenstoff. Angereicherter Kohlenstoff? Was soll das denn sein? Iridisit. Vorwax, Gold, Magno, Bogenkristall, Gravitino, Geld, Geld, Antimaterie, Geld, 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 Geld. Hier noch so ein Ding. Was denn jetzt? Ich habe das noch gar nicht angeklickt. So. Sollen das jetzt hier sein? Ah, das ist das. Okay. Aus Radon und verdichteten Kohlenstoff hergestellt. Cool, das kann man sich selber herstellen. Ja. Also das, das und das kann man dann verkaufen. So. Die leuchtet gelb. Also Beschädigungen sind eigentlich rot. Oder ist das die, mit der wir quatschen? Und deshalb ist die gelb. Geld? Beschädigung. Nee, was? Psychonisches Ei. Lagererweiterung, Geld. Eck. Konvergenz, Lager. Also das ist schon fast das Richtige, was wir suchen. Das hier gibt uns Technologie für unser lebendes Schiff, das wir noch nicht haben. Wir suchen aber die Lagererweiterung, weil hier diese Plätze können wir nicht so in der Raumstation freischalten. Da brauchen wir ja irgendwie lebende Säcke oder so. Bin mir jetzt mit dem Namen leider nicht sicher. Also hier ist Geld, Vakin, Gravitino. Nichts. Stand da eigentlich eben eine Fregatte beschädigt? Mal vorne gucken. Da müssen wir ja sowieso hin. Speichern. So, warten auf Flotte, Flotte, Flotte. Ah, oh ja. Da ist eine beschädigt. BF4, irgend sowas. BF4. Können wir uns direkt dahin? Das geht auch. Und es direkt hin teleportieren. So. Haben wir auch noch nicht gemacht. Eine beschädigte Station. Die da unten irgendwo ist. Also. So. Einfach ein bisschen Gold. Krasseste Reparatur ever. Gold rein, schon klappt sich das Ding zu. So. Haben wir das auch erledigt? Ist er wieder repariert. Ist natürlich voll cool hier, ne? Boah, guckt euch unsere schöne lebende Fregatte an. Bisschen übertrieben, dieser lange
Wann sie hinten? Da war der ja. Wo ist denn der Eingang? Da unten. Eine ganz dumme Idee. Nee, Alter, macht Lebenserhaltung an. Kann ja jetzt wohl nicht. Was ist jetzt immer Superman? Kann sein, dass wir zu nah am Planeten sind. Ja, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Himmelsschutz, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Was ist zum Henker? Oh, war scheinbar nicht so die Idee. Lebenserhaltung, bla. Wollen wir den jetzt irgendwie zu irgendeinem Schiff? Wieso geht eigentlich der Kälteschutz nicht? Der ist instant leer. Ja, also. Wir kommen jetzt hier irgendwie. Ich wollte eigentlich nur krass auf den Frachter springen. Aber dafür steht er irgendwie in der falschen Position. Ja, niedrig. Ja. Ist, dass das Kälteding überhaupt nicht aufladen können. Also hier funktioniert schon wieder alles. Sieht mehr aus, als würden wir schwimmen. Kommen aber auch. Nope. Ja, ist ja gut. Kommen irgendwie, müssen wir ganz langsam jetzt hier mal landen. Und dann vielleicht mit dem Vorwärtssprung. Kommen wir eventuell. Ja, cool, wir können hier nicht stehen oder was? Hm. Gott. Können wir uns nicht einfach stehen? Sterben lassen, ohne mir das jedes Mal zu sagen. Behauptet er jetzt einfach. Ja, ich krieg den Kälteschutz nicht aufgeladen. Kommen wir zu einer der beiden Fregatten. Wir haben noch Schild an, also muss ich. Mhm. Ja. Wieso stehen wir auf der Raumstation?
Welche Quests waren jetzt hier fertig? Nicht, dass wir das nochmal mal so machen müssen. Oh nein, warte mal. Oh, alles noch da. Bin mal, als ich angefangen habe mit Spielen, einmal gestorben. Da war alles weg. Dabei bin ich nur gegen so ein dämliches Gebäude geflogen. Ja, gut, war witzig. Jetzt fliegen wir mit. Das Schiff ist ja repariert. Können wir jetzt mit unserem Frachter ein bisschen warpen. Haben wir auch, glaube ich, erst einmal gemacht oder so. Sonst nehmen wir ja einfach unser normales Schiff. So. Hier befindet sich die Warp-Karte. Herz der Galaxie. Also wir hätten noch weiterspringen können, aber da waren drei Sterne-System. Können wir ja mal abscannen. Wir haben ja diesen Planetenscanner an Bord. Drei Planeten, wohlhabend, Hightech. Ja. Da. Also wir wählen jetzt erstmal irgendeine andere Mission aus. Das geht mir ja jetzt. Ah, wir können die andere Galaxie erkunden. Cool. Das ist doch bestimmt auch für die neue Galaxie, oder? Ah, naja. Wir machen jetzt das hier. Weiß glühender. Radioaktiv. Ja, tropisch. Wir waren ja neulich auf einem tropischen. Ja, ganz vergessen. Ja. Hitze Todesstürme. War ja gerade Sturm und umbringen wollte unser Planet dann auch noch. Lassen wir mal lieber. Tropisch ist nicht so schön, wie es sich anhört. So, Herz der Galaxie. Ja, genau da wollen wir hin. Legt er uns dann als nächstes Ziel vor? Da gibt's Wasser. Wir suchen ja auf dem Weg dorthin immer noch eine Stelle, wo wir uns eine Siedlung suchen können. Wir sollten gleich auch mal gucken, wie voll der Antrieb noch ist und wie viel der eigentlich verbraucht jetzt. Weil sonst machen wir einfach größere Sprünge. Also falls das Spiel das überhaupt will, dass wir mit dem Frachter warpen. 5 und ein Mond. Immerhin habe ich den Scanner nicht so weit weggebaut. So, siedender Planet. Hitzender. Flammengepeitschter. Brutaler. Weißglühend. Undeutlicher. Also, ich glaube, auf einem brutalen waren wir noch nicht. Es gibt keine Wächter, was ist dann da so brutal? Natürlich bekommen wir auch die Raumstation Teleportpunkte nicht, wenn wir mit dem Frachter springen. Also wir hatten. Der ist ja eben gerade erst angekommen hier. Haben die hier schon mein Hangar zu oder was? Boah, das ist nicht unserer, oder? Ist das unserer? Nee.
Der sieht ja. Los. Zeig mal ja. Der hat hier so, das haben wir nicht. Diese Abteilung hier. Wir haben das hier, diesen Bogen. Aber das hier, was aussieht, als könntest du schießen, haben wir nicht. Echt cool. Aber wo ist dann unser blödes Schiff? Ah, da. Wir haben das nicht an der Seite. Wir haben so kurz und dann hier sieht man schön Rohre und so. So. Wir werden uns jetzt den... Ah, hier ist ganz anderes Licht. Andere Sonnen, okay. Den brutalen Planeten einmal ansehen. So müssen wir aber erstmal finden. Also da wäre die Raumstation. Unwirtlicher. Könnte ja sein. Ätzender. Weißglühend. Siedend. Okay. Ja, dann holen wir uns jetzt den Teleportpunkt. Und dann gucken wir mit dem kleinen Scanner im Innenbereich des Raumschiffs, falls er jetzt funktioniert. In der letzten Folge hat er ja einfach gar keine Planeten angezeigt, weil wir scheinbar in dieser Dimension überhaupt nicht existieren. Wir können zwar mit ihr interagieren und sehen die Sachen, aber unsere Scanner nicht. Deswegen existieren die Tiere auch nicht, die wir scannen. So, dann wechseln wir auf die Innenansicht. Also, hier ist einer. Das war der nicht. Das war der auch nicht. Ah, da sind zwei. Ist das dahinter? Gut, dann werden wir dahin. Beim brutalen Planeten, also, das ist jetzt mal... Wohnnamen hatten wir auch noch nicht. Und das meine ich halt auf dem Weg zur Galaxiemitte. Das, was ja das Ziel ist, werden wir das andere alles erledigen. Auch eine Siedlung. Uns hier so Planeten angucken, die wir noch nie gesehen haben. Und das lebende Schiff irgendwann holen. Die Atlas-Mission machen. Echt direkt dahinter. Ich hatte das kurz angezeigt. Oh, ja, wir fliegen einfach mal hin. Muss ja der sein. Ja, brutaler Mond. Ah gut, ist gar kein Planet. Ist ein Mond, aber... Witzig ist ja trotzdem. Frag mich, ob das einer dieser Anomalie-Planeten ist. Guck mal. Da ist sogar ein Gebäude. Das sieht doch einfach nur aus. Jetzt würde es hier sehr viel vulkanische Aktivität geben. Metallfinger, oh ja, wie ist ja. Gesundheitsstärkung. Das ist unser blödes Raumschiff. Eins von neun. Dann ist das kein Anomalieplanet. Aber wir können uns ja trotzdem, dass hier keine Wächter gibt. Metallfinger gönnen.
mir ja neulich erst das erste Mal entdeckt. Da ist ein Tier. Oh nein. Da. So. Alles dieselben? Ja. Der hier hat Uran. Der auch. Ich weiß gar nicht. Basalt haben wir, glaube ich, noch nie gesammelt, ne? Auf so einem Planeten hier müsste es Basalt geben. Wasserstoff. Oh, hier der Mini mit Goldfinger. Metallfinger hat Gold. Oh, zwei, würde ich sagen. Hier denn Basalt. Eines Ferrit und Natrium. Ah, also rechts oben. Wird wenigstens angezeigt. Hier gibt es Basalt auf dem Planeten. Hinten ist auch ein Tier. So. Was? Nicht in irgendeinem Stein? Basalt. Ah. 180 ist. Laufen wir dahin, rufen unser Schiff und dann ab ins All, rufen unseren Frachter hierher. Und können direkt weiterspringen. Oh, oh, Loch. Das ist auch cool. Kristall oder Stein, der rot leuchtet. Ein Eisen halte ich. Ja, das vermute ich auch. Wo ist denn die Markierungen? Sechs von neun. Die sind echt gut. Aber warte mal. Oh, kann ich ja nicht finden. Steht drauf. Oh, warte, hier R. Ja, R. R ist kleiner machen. D ist größer machen. Kleiner dauert länger, gibt aber mehr Ressourcen. Und Basalt haben wir, glaube ich, noch nie gesammelt. Das ist gut möglich, dass man das mal für irgendwas braucht. Dann haben wir es wenigstens auf dem Frachter. Ist schon wichtig, jedes Material ruhig einmal zu haben. Müssen ja auch nicht alles mitnehmen hier. Nicht reingesprungen. So, ja. Nur so ein bisschen. Weil gut ist, von jedem Material was zu haben. Durch eine Quest oder so. Irgendwas brauchen. Wir brauchten ja neulich so eine Pflanze, die wir überhaupt nicht hatten. Nicht, dass wir auch sowas hier brauchen. Die gibt es nur auf Basalt, gibt es nur auf so Feuerplaneten und Vulkanplaneten. Wo gleich kommt ein Sturm, dann werden wir jetzt hier nur noch ein wenig einsammeln. Aber bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht diese Koordinaten bekommen haben. In der Basiscomputermission. Haben wir jetzt genug? Ah, also zwei sammeln wir noch. Hauptsache 398 kommen wir nicht mal auf 400 oder wie. War echt ein großes Vorkommen. Ja gut, Sturm, Raumschiff rufen und weg hier. Nein, nee. So wollen wir das machen. Schnell gucken. So ein Baum. Hier, also Deko gab es hier ja nicht, weil es so viele Tiere gibt. Da ist noch ein Tier. Jetzt habe ich Stein gescannt.
irgendwo. Da ist eins. Alles dasselbe, okay. 7 von 9 ist jetzt irgendwie ärgerlich, muss ich ja mal sagen. Bei 9 hätten wir alle entdeckt und könnten das hochladen. Ich will ja mal kurz gucken, wo sollen die denn sein? Selten Boden immer aktiv, selten in der Luft immer aktiv. Okay. Ich bin auch jetzt einfach, also hier sind einfach ein Stück fliegen, landen und nochmal gucken. Das ist ein Bodentier und ein Landtier. Nein, gar nicht wahr. Boden und Land. Oh. Ein Boden und ein Lufttier. Ich habe schon mal gesehen, wie einer testen wollte, ob das wirklich Hitze abgibt, also in dem Spiel hier. Oben rein hochgeklettert ist und getestet hat. Und ja, es ist heiß und ja, es tötet. Man versinkt zwar nicht, steht nur oben drauf, aber töten tut sein. So. Wir suchen rote Punkte. Oh. Ah. Krass. Vorsichtig melken. Wir haben ein seltenes Tier bekommen. Was ist denn jetzt? Was, ich wollte das Ding eigentlich füttern. Weil es stand ja extra bei. In der... Hier oben. Dass es selten ist. Das haben wir jetzt ja gefunden. Nee, warte, wo ist es denn? Da, selten. Jetzt fehlt noch das seltene Bodentier. Dann können wir hier hochladen. Wir haben wieder einen Planeten mit allen entdeckt. Ja, zisch ab. So. Ein Bodentier. Ist natürlich auch möglich, dass es in der Höhle ist. Dann würde uns den roten Punkt trotzdem anzeigen. Ich hätte eher gedacht, wir finden das Bodentier und nicht das Flugtier. Dann taucht das vielleicht nur in Stürmen auf. Also jetzt hier das Flugtier. Weil es ist ja hier... Ja, ja gut, es sitzt sogar in dem Feuer. Also ich gehe schon mal von aus. Feuerschmetterlinge. Was ist denn hier das Terminal? Ah, ein neues Wort. Bisschen Klimper, Klimper. Und mal gucken, was es hier gibt. Ja gut, gab nur noch nicht. So, was zum... Der Schmetterling hat hier hingeschissen. Gebäude. Wissensstein. Oh, ein Tier noch. Da ist es. Ah, angucken, wenn er schon so selten ist. Ja, krass, auch noch protestlich. Das ist ein Steinkamel, das nicht laufen kann. Hinterher haben wir hier nicht so super geparkt. Ich denke mir ein, wo ist das dämliche Schiff eigentlich wieder? Da hinten.
So, jetzt können wir die Tiere hoch. Hätte nicht gedacht, dass wir, obwohl es 9 Stück sind, einfach alle finden. Echt cool. Ah, jetzt haben wir schon auf 7 Planeten alle Tiere entdeckt. Ja gut, aber waren immer nur mit einem, aber was soll's. So. Machen wir unseren Frachter hierher. Steht zwar schon hier im System, aber auch egal. So, dann wurden wir jetzt in der Folge zwar ein bisschen enttäuscht, weil wir die Koordinaten nicht haben. Dafür haben wir die Basiscomputer-Quest jetzt endlich fertig. Haben ein seltenes Flugtier. Einen neuen Planeten entdeckt, den wir noch nicht kannten. Und werden dann in der nächsten Folge wieder ein Stück weiter reisen. Richtung Galaxiemitte. Gucken, was uns da erwartet. Vielleicht können wir dann das mit der Siedlung in Angriff nehmen. Weil wenn wir so einen Sturmplaneten wie eben haben zum Beispiel und da eine Siedlung, ist ja doof, wir müssen ab und zu müssen wir draußen rumlaufen. Wenn man dann immer nichts sieht, macht ja dann auch nicht so viel Spaß. Und es gibt ja noch genug Sonnensysteme auf dem Weg. Dann bedanke ich mich also vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.